Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer weiteren Ausgabe des Tavernengespräches. Mein Name ist Ute Münch und heute Abend steht unsere Sendung unter dem Motto: Unsere Direktkandidaten stellen sich vor. Die Bundestagswahl 2013 im September wirft ihre Schatten voraus. Und wir haben uns vorgenommen, den Direktkandidaten unseres Wahlkreises die Chance zu geben, sich in unserem Tavernengespräch vorzustellen. Heute Abend habe ich zu Gast Frau Marion Morassi von den Linken, beziehungsweise Herr Dr. Gernot Reipen von den Piraten. Schönen guten Abend. Der Sinn dieser Sendung soll sein, Ihnen als Zuschauer die Person nahezubringen, die Ziele der Person für unseren Wahlkreis nahezubringen und Ihnen so die Möglichkeit zu geben, abzuwägen, wem gebe ich meine Stimme als Erstkandidat, also als derjenige, der uns Bürger in Andernach und Umgebung später in Berlin vertritt, beziehungsweise welche Partei wähle ich, welche Partei erreicht für uns wiederum auf unsere Region bezogen möglichst viel in Berlin. Und mit diesen Worten gebe ich jetzt erstmal ab, Ladies first, an Frau Morassi. Frau Morassi, der Weg in die Politik verlief bei Ihnen wie? Also der Weg verlief ein bisschen ungerade. Ich bin quasi politisiert worden durch meinen Eintritt in Verdi. Das heißt, ich war zuerst ganz normal angestellt, dann bin ich gefragt worden, ob ich in den Betriebsrat mit möchte. Dann kamen erste Streiks für den Einzelhandel und da habe ich mich dran beteiligt. Bin Verdi-Mitglied geworden. Verdi hat mich auch damals aus einer schwierigen Situation befreit. Das heißt, für mich gekämpft. Das heißt, für mich war wichtig, Gewerkschaften können was bewirken und ich selber als Gewerkschaftsmitglied auch. Und so bin ich quasi über die Gewerkschaften und über BUND, Umweltverbände auch in die aktive Politik gekommen. Alles klar, das fragen wir jetzt natürlich auch den Herrn Dr. Reipen. Ihr Einstieg in die Politik? Ja, mein Einstieg war, dass ich irgendwann, und zwar vor 2 Jahren etwa, gedacht habe, man muss selbst langsam politisch agieren und tätig werden, weil es laufen so viele Dinge schief. Und das war dann halt auch ein Zufall, dass zu dieser Zeit dann auch die Piratenpartei in 3 Bundesländer einzogen und in Berlin in das Abgeordnetenhaus kamen. Und was mich an dieser Partei von Anfang an fasziniert hat, das war die Idee, dass die Demokratie wieder dahin zurückkehrt, wo sie eigentlich hingehört, nämlich zum Volk. Und die Idee der direkten Demokratie umzusetzen, das hat mich begeistert. Und ich denke, wir sind hier auf dem richtigen Weg, was auf die Beine zu stellen. Und das war für mich eigentlich der Auslöser, wirklich aktiv jetzt in der Politik mitmischen zu wollen. Das heißt also, einmal war es der Werdegang über die Arbeit, über das Engagement und einmal war es ein, ich muss jetzt auch mal was tun. Warum die Linke? Also das Programm der Linken hat mich schon immer begeistert, die Inhalte. Mir war halt nur nicht klar, wie kann ich selber was dafür tun, dass diese Inhalte in die Gesellschaft transportiert werden. Und als ich erfahren habe, dass in Bad Neuenahr einen Kreisverband gibt, bin ich da mal zu so einem Treffen hingegangen. Und als Frau ist das so, wir sind eine Partei, die feministische Ansprüche hat. Das heißt, wir wählen quotiert. Das heißt, Frauen haben die gleichen Chancen innerhalb der Partei wie die Männer. Und da Frauen Mangelware sind, ist man als Frau dann schnell in alle möglichen Positionen hofiert worden und da ich gerne Verantwortung übernommen habe, bin ich dann als Bundes-LISA-Sprecherin, also für die Frauenpolitik zuständig, war halt im Land auch für die Landesarbeitsgemeinschaft Ökologie tätig und bin also mittlerweile auch im Landesvorstand und denke, dass man da tatsächlich auch vor Ort was bewirken kann. Wenn Sie ganz spontan die 3 Punkte nennen, die Ihnen am wichtigsten sind? Also bei mir ist halt Bereich Umweltschutz und da halt der sozial-ökologische Umbau. Energiewende ist wichtig, Tourismus, Frauen- und Gleichstellungspolitik, das sind so die Themenbereiche, die mich interessieren. Und halt ähnlich wie bei den Piraten direkte Demokratie, Bürgerhaushalt, dass wir als Bürgerinnen und Bürger mitbestimmen, wofür unsere Steuergelder ausgegeben werden. Das heißt also, einen gemeinsamen Punkt haben wir schon gefunden, Herr Dr. Reipen. 3 Punkte, die Sie politisch besonders interessieren. Ja, also ich habe für mich also 3 Punkte ausgewählt, und zwar Basisdemokratie, ganz klar.
Dann, was fehlt in unserer Politik, ist Transparenz nach wie vor. Es ist also ein Unding, dass ein Volksvertreter hingeht und von öffentlichen Medien zu einem Thema gefragt wird und dann sagt, kein Kommentar. Ich meine, er ist ein Volksvertreter, er hat uns Rechenschaft abzuliefern. Das Einzige, was ich anerkennen würde, wenn er sagen würde, da bin ich momentan überfragt, fragen Sie bitte meinen Sachbearbeiter, der kann Ihnen da genaue Auskunft geben. Und das Dritte, was für mich im Moment sehr wichtig ist, und das, daran arbeite ich auch bei den Piraten, ist soziale Gerechtigkeit in Deutschland einzuführen, also wieder zu verbessern. Soziale Gerechtigkeit ist ein großes Gebiet, ganz konkret. Ja, ich arbeite bei den Sozialpiraten und da gibt es verschiedene Ideen, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen soll oder könnte. Zum Beispiel wird von den Piraten eine Existenzsicherung verlangt oder auch umschrieben als bedingungsloses Grundeinkommen. Hier haben wir ganz konkrete Vorstellungen mittlerweile, wie wir das umsetzen können. Wir wollen auch eine Reform im Gesundheitswesen. Wir wollen, dass eine Bürgerversicherung eingeführt wird, wo alle Bürger sich daran beteiligen müssen, sodass auch hier eine größere Gerechtigkeit stattfindet. Wir wollen Altersarmut und auch Kinderarmut bekämpfen. Altersarmut zum Beispiel, indem wir auch das jetzige System der Rentenversicherung modernisieren wollen und reformieren wollen. Alles das, was Sie jetzt gesagt haben, werden wahrscheinlich Mitglieder, Wähler aller Parteien unterschreiben können. Das ist richtig, nur die anderen Parteien haben keine klaren Vorstellungen, wie man das machen könnte, oder sie sind festgefahren in ihren Strukturen, das muss man ganz klar sehen. Und das ist eben das Erfreuliche bei den Piraten, dass hier ganz neue Ideen zutage kommen. Das liegt einfach daran, das ist eben das Volk, das sich darüber Gedanken macht und sagt, warum können wir das nicht so und so umsetzen. Wenn ich jetzt kurz dazwischen gehen darf, hätten Sie mich eben ausreden lassen, hätte ich nämlich den Ball zur Frau Morassi rübergespielt und hätte gesagt, das hat auch die Linke in ihrem Programm stehen. Ja, wir haben vor 14 Tagen, vor gut 10 Tagen das Wahlprogramm verabschiedet. Mhm. Da war ich als Delegierte mit auf dem Parteitag in Dresden. Und da haben wir natürlich diese Sachen, die die Piraten so im Groben fordern, auch konkretisiert. Das heißt, wir fordern also in Zukunft eine Mindestrente von mindestens 1050 Euro. Das heißt, das ist auch schon mit konkreten Zahlen durchgerechnet. Dann wollen wir eine Grundsicherung. Erstens mal, dass der Regelsatz von Hartz IV auf 500 Euro aufgestockt wird. Das ist aber nur der Anfang. Also unser Ziel ist halt eine Grundsicherung auch in Höhe von 1050 Euro. Und halt für Kinder, um die vor Armut zu schützen, wollen wir auch eine Kindergrundsicherung einführen. Das heißt, das Ganze ist auch so kalkuliert, dass es machbar ist. Also es sind keine utopischen Zahlen. Das heißt, Geld ist tatsächlich genug vorhanden. Es ist im Moment falsch verteilt. Und wenn wir dann halt auch mit einer solidarischen Gesundheitsversicherung, Bürgerversicherung, alle Menschen mit ins Boot nehmen, das heißt sowohl Beamte als auch Angestellte, freie Mitarbeiter, Medien, Vertreter, also Architekten, Freie, dann zahlen alle solidarisch ein und alle sollen eine gute Gesundheitsvorsorge bekommen, wo alles abgedeckt ist. Und wenn dann zusätzlich noch private Versicherungen abgeschlossen werden möchten, dann ist das natürlich möglich. Aber eigentlich sollen alle solidarisch in einen Topf einbezahlen. Gut, aber jetzt haben wir natürlich zwei Bereiche in einen Topf geworfen. Einmal das Einkommen bzw. das Auskommen des Einzelnen und die Gesundheitspolitik. Bleiben wir vielleicht erst bei dem garantierten Grundeinkommen, dem die Piraten ja zustimmen. Ja, insofern, dass wir ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen wollen. Bei uns ist das bedingungslos. Was ist der Unterschied? Bedingungslos ist ja, dass jeder, selbst der Millionär, das Grundeinkommen bekommt. Und das sehen wir momentan einfach nicht finanzierbar. Beziehungsweise wir haben bei uns eine Arbeitsgemeinschaft, die sich mit diesem Thema befasst. Es gibt da verschiedenste Modelle, aber wir wollen einfach für den Anstoß zu geben, einfach mal für die Bedürftigen eine Grundsicherung machen. Das ist also repressionsfrei. Das heißt, die Menschen müssen nicht mehr für jeden Cent betteln gehen, auf ein Amt gehen, sondern das steht ihnen zu. Und von dem Ausgangspunkt betrachtet, muss es jedem möglich sein, von dem auch leben zu können. Und also das bedingungslos, also ich denke mal, Bedingungen knüpfen wir schon noch an diese Forderungen. Ja, das ist der große Unterschied zwischen den Linken und der Piratenpartei.
Die Piratenpartei möchte so wenig Staat wie möglich. Die Linke will so viel Staat wie möglich. Können Sie dem Satz zustimmen? Nein, also wir wollen den Staat in den Beziehungen, wo es nötig ist, also Gesundheitsvorsorge, Bildung, Energieversorgung und gut. Bankenwesen. Okay. Also das sind diese vier groben Fundamente, wo der Staat auf jeden Fall die Kontrolle behalten sollte. Das andere sind Sachen, die sind zu regeln, aber nicht vom Staat. Okay, dann gebe ich das wieder zurück. Nein, ich wollte das nur ganz kurz, aber ich muss das verständnishalber widersprechen. Dazwischenfragen. Wenn man nämlich sagt, bedingungslos, dann bedeutet das, dass alle Menschen das bekommen. Das bedeutet bedingungslos. Genau. Und dass der Ziel oder die Zielsetzung, die dahinter steckt, ist, dass wir die Bürokratie abbauen wollen. Wir wollen ja praktisch, dass erstmal jeder Mensch die gleichen Voraussetzungen bekommt. Und das von Geburt an. Und wir wollen investieren in Bildung und auch in den gleichen Chancen. Und wenn wir das umsetzen, dann ist es auch so, dass, wie Sie sagen, der Millionär natürlich auch dieses Grundeinkommen bekommt. Aber er wird es auch wieder an die Gesellschaft zurückgeben. In Form von? Natürlich in Form von Einkommenssteuer oder Konsumsteuer oder wie wir es umsetzen wollen. Da gibt es verschiedene Modelle, wie wir es mal finanzieren wollen, aber es ist ganz klar, bei uns ist es so, starke Schultern haben mehr zu tragen als schwache Schultern. Und so kommt das Geld auch wieder zurück. Also diese Floskel zu sagen, ja, dann bekommt ja der Millionär auch 1.000 Euro. Natürlich bekommt er 1.000 Euro. Das ist ja das Gute daran. Wir wollen ja alle Menschen erstmal gleich handeln. Aber wenn er zusätzliches Einkommen hat, dann muss er auch dieses Einkommen versteuern. Das ist der Weg. Und da fließt es eigentlich auch wieder zurück. Jetzt kam schon zweimal von der linken Seite von Frau Morassi das Aber. Ja, aber wenn ich jetzt sage, dass die Bürokratie aufgehoben werden soll, das wäre ja bei unserem Grundeinkommen genauso, weil wenn man das ja repressionsfrei macht, das heißt, dass man nicht wieder für jeden Antrag wieder eine neue Person aufsuchen muss, dann ist ja auch die Bürokratie in dem Sinne geschmälert. Das heißt aber, es wird wirklich den Bedürftigen zukommen und denen, die tatsächlich nicht in der Lage sind, so viel Einkommen zu erwirtschaften, dass sie davon leben können. Also das heißt, das betrifft die Menschen, die keine Arbeit haben, Rentnerinnen, Kinder, alleinerziehende Mütter, die brauchen dann nicht mehr zu verschiedenen Ämtern laufen, sondern die bekommen dann diese Grundsicherung, ohne dass sie dafür Rede und Antwort stehen müssen, sondern das steht ihnen zu und das kriegen sie dann auch. Das heißt, die Piraten sagen Grundeinkommen für alle. Die Linke sagt, zumindest vorläufig, Grundeinkommen für Bedürftige. Genau. Wie immer man jetzt diesen Begriff auch definieren kann, also oder wo immer man diese Grenze als zieht. Als ersten Ziel halt die 500 Euro Hartz-IV-Satz erhöhen und dann auf Dauer halt eben eine Grundsicherung anstreben. Nichtsdestotrotz stellt sich dem Zuschauer oder zumindest mir die Frage, wer soll das bezahlen? Also bezahlbar. Was sagt die Linke? Die Linke sagt, das sollen die Menschen bezahlen, die am meisten Einkommen haben in Deutschland. Das heißt, alles, was mehr als 1 Million Einkommen ist, wird mehr besteuert. Kurze Zwischenfrage, wie definiert sich Einkommen? Einkommen ist Einkommen, das heißt, was verdient wird. Das jährliche Einkommen und dann gibt es noch das Privatvermögen und das Kapitalvermögen. Mhm. Privatvermögen auch ab 1 Million, das heißt, alles, was unter 1 Million ist, ist davon unbelastet und alles, was über 1 Million ist, wird dann separat besteuert. Und an das Kapitalvermögen wollen wir eigentlich gar nicht ran. Das heißt, wir wollen also nicht den kleinen Bäcker schädigen, der da jetzt für 1 Million vielleicht einen Pizzaofen kaufen muss oder einen Backofen kaufen muss und in seine Firma investiert, sondern wirklich das Vermögen, was hinterher davon erwirtschaftet wurde und was nicht wieder in den Betrieb zurückgeführt wird. Und das ist auch der Unterschied zu den Grünen, die ja auch schon an den Mittelstand gehen, weil die oberen 10%, die setzen sich ja nochmal ganz differenziert auseinander. Das heißt, da sind ja auch welche dabei, die 60.000, 70.000 Euro im Jahr verdienen. Das ist schon das 10% in diesem Bereich. Und wir sind tatsächlich in dem 1-2% Bereich, wo wirklich die Millionäre betroffen sind. Also es wird niemand von den Linken höher besteuert, wer sich jetzt Mittelstand oder Gutverdiener nennt. Die brauchen also keine Angst haben, dass sie da von uns mehr Steuern zu erwarten haben. Herr Dr. Reiten, ja, direkt antworten. Ja, wir haben ein anderes Konzept. Wir wollen eigentlich gar keine Steuern erhöhen. Mhm. Und zwar wollen wir das bedingungslose Grundeinkommen schrittweise einführen. Und zwar über ein sogenanntes Sockeleinkommen. Das wird zunächst erstmal ein kleiner Betrag sein. Aber dieser Betrag könnte man zum Beispiel dadurch finanzieren, indem man, was eigentlich schon
längst gemacht werden sollte, dass man die Umsatzsteuer, die Mehrwertsteuer auf einen Satz anhebt, zum Beispiel auf 19% generell. Es macht ja keinen Sinn, dass bestimmte Der Satz Güter, ist aber im Moment 19%. Der Satz ist 19%, ja. Aber es gibt ja Nahrungsmittel und es gibt zum Beispiel Ach so, generell, Hundefutter oder Kartoffeln, die sind 7% und andere Kartoffeln, ja. Die sind 19%, weil sie eben das nicht hier angebaut werden. Da wollen wir das also auf einen Satz setzen, 19%, und aus diesen Mehreinnahmen können wir zum Beispiel ein Sockeleinkommen für jeden finanzieren, und das wird nur in dem ersten Jahr vielleicht 50 Euro betragen, aber das Wichtige ist, es ist 50 Euro mehr für jeden, und es wird eben nicht an den Hartz-IV-Satz angerechnet, sondern es ist ein zusätzliches Einkommen. Und wenn man sagt, okay, wenn es eine vierköpfige Familie, dann sind das schon 200 Euro, die dann im Monat ausgezahlt werden. Und das ist eben das Gute, es wird jeder bekommt das. Und natürlich wird es am Ende wieder umgerechnet. Derjenige, der bedürftig war und kein Einkommen hat, wird natürlich die 250 Euro behalten. Und derjenige, der viel Einkommen hat, der wird es auch wieder zurückgeben. Also da sehe ich aber die Bürokratie trotzdem wieder gefordert. Also das kommt mir nicht wirklich bürokratieabbauend vor, dieses Konzept. Und eine Erhöhung auch der 7%igen Mehrwertsteuer würde natürlich wieder die Bedürftigen treffen. Gerade die Grundlebensmittel, die nötig sind, die sollten weiter bei 7% sein. Also Grundnahrungsmittel, wenn man die jetzt auch nochmal auf 19% versteuern würde, dann hätte sich natürlich ein Mittelständlicher oder ein Vielverdiener, der würde das aus der linken Tasche bezahlen, aber ein Bedürftiger, der hat da schon wieder ganz gut zu knapsen, weil gerade über die, man sagt ja immer, die zahlen keine Einkommensteuer, aber man bezahlt natürlich auch als Wenigverdiener oder Bezieher von Sozialleistungen, bezahlt man natürlich über die Massensteuer auch seine Steuern und nicht zu wenig. Gerade die können sich nämlich nicht die guten Produkte leisten, sondern müssen teilweise wirklich Sachen kaufen, die teuer sind. Und da denke ich mal, sollte man tatsächlich die 7% lassen und nicht noch künstlich noch Hürden einbauen. Das ist ein Argument, aber das stimmt nicht. Wir haben es nämlich durchgerechnet. Es wird nämlich so sein, dass der Kleinverdiener oder der Hartz-IV-Empfänger im Endeffekt selbst bei diesen 50 Euro mehr in der Tasche hat, wenn man die Steuern erhöht. Und der zweite Punkt, und das ist ja das Entscheidende, es ist ja das erste Jahr. Im zweiten Jahr wird es ja durch diesen Anstieg des Konsums, weil es ja zurückfließt. Denn ein Hartz-IV-Empfänger, der wird das Geld nicht auf die Sparkasse legen, sondern er wird es in den Kreislauf, in den Geldkreislauf wieder zurückbringen. Und das wird dazu führen, dass eben im nächsten Jahr über die Konsumsteuer wieder das Sockeleinkommen um einen Betrag erhöht werden kann. Und so wird das sich jedes Jahr um einen gewissen Betrag erhöhen, und so können wir schrittweise das Grundeinkommen einführen. Das ist ein Modell, was hier bei den Piraten diskutiert wird. Ein zweites Modell, das möchte ich nur kurz erwähnen, ist, dass man natürlich auch bestimmte Personengruppen unterstützen möchte, zum Beispiel Kinder in der Ausbildung, die Rentner, die eben nicht von ihrer Rente leben können, die sollten auch ein Grundeinkommen bekommen. Das sind die zwei Wege, die zurzeit bei der Partei diskutiert werden. Das heißt, noch zusätzlich zu dem Grundeinkommen nochmal ein Grundeinkommen? Nein, das sind zwei getrennte Wege. Entweder oder. Entweder das Sockeleinkommen oder eben, dass bestimmte Gruppen ein Grundeinkommen bekommen. Ich stehe jetzt zwischen beiden Parteien und eigentlich auch mit meiner Meinung, mit meiner persönlichen Meinung zwischen beiden Parteien. Denn wäre das doch so einfach in Anführungsstrichen, hätte schon jede Partei das gemacht. Hätte jede Partei, die an der Regierung ist, dieses umgesetzt. Denn jeder Bürger, der mehr Geld bekommt, sagt Juhui und dich wähle ich wieder. Also bis jetzt war es halt so, viele Menschen haben Angst vor Steuererhöhungen und denken, es betrifft sie selber. Bei uns ist ja ganz klar die Aussage, wir besteuern nur die Menschen mit mehr Einkommen, also wirklich die Millionäre. Das heißt, die Bürgerinnen und Bürger, die können ohne schlechtes Gewissen die Linke wählen. Das ist gar kein Problem, weil sie werden auf jeden Fall mit uns keine Steuererhöhungen bekommen. Sie werden nur mehr Leistung bekommen, sie bekommen mehr Sicherheit durch uns, durch eine Bürgerversicherung, durch eine gesicherte Rente, durch armutsfeste Grundsicherung ohne Repression. Und ich denke mal, wenn das mal bei den Menschen angekommen ist,
dass also nicht Sie selber diejenigen sind, die dafür bezahlen, sondern tatsächlich die Verursacher der Krise, die Menschen, die gepokert haben, die Millionen gemacht haben mit anderer Leuts Spareinkommen. Gut, das sind auch wieder verschiedene Vermischungen verschiedener Bereiche, da können wir gleich zu kommen. Die zahlen dann quasi das, was wir finanzieren möchten. Und das ist finanzierbar, das ist also wirklich durch Fachleute durchgerechnet, das ist machbar. Also ich bin da einer anderen Meinung. Ich sehe das Problem, warum wir bis heute noch kein Grundeinkommen haben, ist, es bedeutet tatsächlich für jeden einen Schritt in eine persönliche Freiheit. Denn wenn ich, das ist so ungefähr wie beim Autofahren, ne? Sie fahren ja nicht los, wenn Sie eine große Reise haben, mit einem leeren Tank, sondern Sie fahren zuerst zur Tankstelle und dann fahren Sie los. Und das ist genau das bedingungslose Grundeinkommen. Es versorgt jeden Bürger mit einem Existenzminimum, dass er sein Leben umsetzen kann und realisieren kann. Und mit diesem Fundament kann er praktisch das umsetzen, was er möchte. Und das ist genau der Punkt, warum es in den anderen Parteien nicht umgesetzt wird. Denn die Gefahr besteht natürlich, dass die Leute sozusagen nicht mehr so eingeschränkt sind. Das heißt, sie sind auch politisch nicht mehr so fest kontrollierbar. Denn jeder ist in dem Moment frei. Und das ist genau das, warum die CDU und die SPD und auch die Linke eben das bedingungslose Grundeinkommen so nicht haben wollen, weil der Einfluss der Partei auf die Bürger damit zurückgenommen wird. Und gerade das ist auch der Punkt, warum die Gewerkschaft das nicht will, weil dann auch sie praktisch in ihrem Einflussbereich beschnitten wird. Wir verlassen jetzt dann ganz kurz doch das Grundeinkommen und kommen zu weiterführenden Themen. Frau Morassi. Also ich wollte jetzt mal sagen, dass man halt natürlich auch sehr gut leben kann von seiner Hände Arbeit, wenn man einen Mindestlohn bekommt und von seiner Hände Arbeit auch leben kann. Dann braucht man also auch kein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist für uns tatsächlich für die, die nicht genügend erwirtschaften können oder nicht mehr dazu in der Lage sind. Ob es jetzt alleinerziehende Mütter sind, die halt nicht arbeiten können und so weiter. Und wir müssen natürlich den Mindestlohn koppeln, auch an andere Bedingungen, an genügend Kita-Plätze, dass also Frauen, die wieder in die Arbeit möchten, auch wieder die Kinder gut betreut wissen. Also für mich ist ganz wichtig, dass Frauen für den gleichen Wert der Arbeit auch das gleiche an Gegenlohn bekommen. Momentan ist es ja noch so, dass 23% weniger gezahlt wird für eine gleichwertige Arbeit. Und wenn diese Rahmenbedingungen geschaffen werden, dann ist es tatsächlich so, dass mit einem Anfangsmindestlohn von 10 Euro für uns ist also in den nächsten 4 Jahren sogar auf 12,50 Euro aufzuwerten. Mhm. Und das ist auch machbar. Ich denke mir einfach mal, wenn in der Gesellschaft der Wert der Arbeit wieder auch das so wertgeschätzt ist, dass man davon wieder leben kann, eine Planungssicherheit entsteht. Das heißt, diese Leiharbeits- und Werksverträge, dass die dann auch nach und nach abgeschafft werden, dann haben wir natürlich die Chance, dass das alles sich natürlich von selber finanziert, durch mehr Umsatz, durch mehr Arbeitskraft, durch mehr Kaufkraft. Und das ist jetzt der Anschub, den wir unserer Gesellschaft geben müssen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Und die Linke, die ist auf dem Weg dazu, das zu machen. Gut, wiederum zwei Bereiche. Gleiche Arbeit. Gleiches Geld, wird Ihnen jeder zustimmen, dass Frauen in der Regel unterbezahlt sind für dieselbe Leistung, die ein männlicher Kollege erbringt, glaube ich, ist auch unstreitig. Und meistens auch noch weniger arbeiten kann, weil sie Kinder nicht betreut hat. Das heißt, sie hat Brüche in ihrer Erwerbstätigkeit. Was sich dann später im Rentenniveau niederschlägt. Okay, aber Mindestlohn ist eine Sache der Gewerkschaft. Das ist müssten nicht Sie als Verdi oder als ehemalige Verdi Ranerin, immer noch, wie immer man es oder immer noch Vorsitzende im BGB, aber müssten Sie doch jetzt eigentlich zwei Seelen in Ihrer Brust schlagen. Die Gewerkschaft fordert zumindest einen Mindestlohn von 8,50 Euro. Das ist mir als Linke noch zu wenig. Also ich fordere tatsächlich schon 10 Euro. Aber da muss ich doch auch Verdi mit dem Arbeitgeber auseinandersetzen. Warum die Politik? Nicht alle Arbeitgeber oder nicht alle Erwerbstätigen sind auch gewerkschaftlich organisiert. Das wünsche ich mir zwar, ist aber nicht so. Wir kämpfen natürlich für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber prinzipiell ist das halt so, dass nicht alle Sparten auch in der Gewerkschaft vertreten sind. Es gibt zum Beispiel die ganzen Werksverträgler sind oft gar nicht von der Gewerkschaft vertreten. Das heißt, sie fallen durchs Raster durch und deswegen sind wir also strikt
gegen diese Werksverträge und auch gegen diese Leiharbeitsverträge. Das muss alles tatsächlich tariflich geregelt werden. Und wenn es nicht möglich ist, dass die Gewerkschaften zu schwach sind, und in manchen Bereichen sind sie das, dann muss der Staat regulierend eingreifen, bis das alles wieder seine Ordnung hat. Richtig, aber zuerst muss auch die Gewerkschaft ihre Hausaufgaben erledigen und muss ihre Leute oder muss Arbeiter und Angestellte überzeugen, der Gewerkschaft beizutreten. Und dann müsste doch erst der Gesetzgeber das kommen. Das ist auf jeden Fall auch das, okay, was ich mir wünsche, natürlich. Jetzt aber der Gesetzgeber ist momentan in der Pflicht, das Ganze anzuschieben. Warum? Damit das tatsächlich so ist, dass die Menschen von ihrer Hände Arbeit leben können und nicht vom Staat, vom Steuerzahler subventioniert werden müssen. Solange Firmen so wenig zahlen, dass Menschen zum Arbeitsamt laufen müssen, um das aufzustocken, so lange muss der Staat, der es ja dann finanziert für den Arbeitgeber, das muss dann halt so geändert werden, dass der Staat nicht mehr Arbeiter subventioniert, die davon nicht leben können. Würden wir auf längere Sicht die Tarifautonomie in Deutschland aufs Spiel setzen? Aber ich muss jetzt den Dr. Reipen zu Wort kommen lassen, der schacht also mit den Hufen. Ja, ohne Arbeit, mit Arbeit, oder anders ausgedrückt, von Arbeit muss man leben können, ja, ohne Arbeit auch. Die Piraten haben natürlich auch einen gesetzlichen Mindestlohn festgelegt, und wir haben auch diskutiert, momentan liegt der bei 9,50 Euro, aber es wird auch bei uns klar gesagt, wenn das wirklich ausreichen sollte, dann müsste der Mindestlohn bei 12,50 Euro liegen. Das ist der erste Punkt. Wir haben auch den Mindestlohn in unser Wahlprogramm aufgenommen. Wir haben ganz klar gesagt, für die gleiche Arbeit muss auch das Gleiche bezahlt werden. Also Frauen dürfen nicht minder bezahlt werden als die männlichen Kollegen. Was wir auch kritisieren, ist die Ausbeutung vor allen Dingen von jungen Leuten, die eben in der Ausbildung sind, die ihre Praktika machen, die nicht bezahlt werden, die von einem Praktikum zum nächsten weitergeleitet werden, ohne Bezahlung. Und das ist für uns praktisch eine Ausbeutung. Und jetzt kommen wir mal auf diesen ganz entscheidenden Punkt, dass der Staat die Arbeit nicht subventionieren muss. Der Staat subventioniert nicht die Arbeitslosen. Der Staat subventioniert die Großunternehmen. Das ist der springende Punkt. Und ich meine, das ist doch genau der falsche Weg, dass man Leute oder Unternehmen, die Milliarden Umsätze haben im Jahr, die zum Teil ihre Steuern nicht bezahlen in Deutschland, weil sie eben die Schlupflöcher kennen, dass diese noch dadurch belohnt werden, dass sie eben mit Werksverträgen oder mit anderen Arbeitsmodellen den Staat und auch die Arbeitnehmerschaft betrügen, indem sie uns praktisch ausbeuten. Und da gehe ich einfach hin und sage, warum wollen wir denn erstmal die Unternehmen subventionieren, damit sie die Arbeiter reinlassen? Dann kann man auch von vornherein sagen, ja, dann subventionieren wir doch direkt die Arbeiter, und dann können sie sich entscheiden, ob sie für diesen Lohn arbeiten wollen oder nicht. Und nochmal ganz klar, die Macht der Gewerkschaften. Also ich sag mal so, der Auftrag der Gewerkschaften ist bei den Piraten nicht so relevant. Die Tarifautonomie, die über Jahre Deutschland ein gutes Bild abgegeben hat. Ja, aber ich sage, sie hat in den letzten Jahren kläglich versagt. Und das Schlimme ist ja, dass gerade die großen Gewerkschaften mit ihren Funktionären, gerade von den Arbeitgebern, so manipuliert wurden, dass für die Arbeitnehmerschaft genau die Sachen nicht rauskamen, die eigentlich zu erwarten wurden oder die zu erwarten sind. Und das kann man einfach durch in den entsprechenden Pressemitteilungen klar sehen, wie zum Beispiel die Unternehmerschaft auch in den Gewerkschaften ganz klare Draht ziehen und ihre Netzwerke aufbauen und das manipulieren. So also, ist es. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich so gewesen, aber mittlerweile sind die Gewerkschaften wieder auf einem guten Weg. Sie kämpfen für ihre Mitglieder auf jeden Fall, aber der Staat ist auf jeden Fall in der Verpflichtung, da Druck auf die Unternehmer zu machen, weil nur die Gewerkschaften haben nicht den Atem, um das jetzt durchzuboxen. Das heißt, wir kämpfen an zwei Fronten. Einmal muss der Staat Druck ausüben auf die Konzerne, dass halt die Tarife auch eingehalten werden und dass halt keine Schlupflöcher entstehen und tatsächlich auch die Steuerverantwortung übernehmen, die Unternehmen, dass das also nicht von uns subventioniert wird als Steuerzahler und auf der anderen Seite die Steuern wieder woanders geparkt werden und
wieder Subventionen verlangt werden. Das geht also. Die Unternehmensbesteuerung ist dann wiederum ein anderes Thema, aber nichtsdestotrotz nochmal zurück zum garantierten Mindestlohn. Wie finanziert die Linke den Mindestlohn? Also die Linke finanziert, also der Mindestlohn wird sicher, der finanziert ja der Arbeitgeber, genau. Das heißt, die Menschen kriegen für das, was sie arbeiten, einen gerechten Lohn. Mindestlohn ist ja nur eine Untergrenze. Nach oben sind ja keine Grenzen gesetzt. Das heißt, wenn jemand ein Ingenieur ist, kann er natürlich nicht für 10 Euro arbeiten gehen, sondern dann wird dementsprechend auch weiter seinen Lohn bekommen. Aber es kann nicht sein, dass Menschen 8 Stunden am Tag arbeiten für unter 5 Euro die Stunde. Und wenn es dann auch nur ein 30-Stunden-Job ist, dann kommt noch nicht mal 1.000 Euro brutto am Monatsende raus. Ja. Und da ist es natürlich so, dass der Staat dann mit einer Grundsicherung tatsächlich aushelfen kann. Aber das ist nicht Aufgabe des Staates, Unternehmen zu subventionieren. Und das, so sieht es momentan aus. Das Problem, was die Linke aber nicht erkennt, ist, dass eben in Zukunft nicht für jeden Menschen in Deutschland eine Arbeitsstelle zur Verfügung stehen wird. Wenn man dann jetzt zum Beispiel die Verdi-Forderung nimmt, zuerst mal eine 35-Stunden-Woche, dann rück auf eine 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, dann kriegen wir auch wieder Menschen in die Arbeit, vor allen Dingen, wenn wir die Rente von 67 wieder auf 65 und von meiner Seite her auf 63 runtersetzen. Da werden natürlich viele Arbeitsplätze wieder frei für junge Menschen, die in die Arbeit möchten. Und es ist natürlich auch genügend Arbeit da. Es ist ja nicht so, dass die Unternehmen genügend Lehrlinge hätten oder genügend Fachkräfte. Es mangelt ja an Fachkräften, die sind ja da und die sind auch zur Verfügung. Man muss nur halt eben sehen, dass man den jungen Leuten auch eine Planungssicherheit gibt, dass man da keine andauernden Zeitverträge gibt, sondern wirklich unbefristete Verträge, damit die Menschen auch eine Familienplanung machen können. Und eine gewisse Sicherheit haben. Und momentan ist das so, dass viele auch Migrantinnen und Migranten in die Türkei gehen oder ins umgebende Ausland, weil da die Sicherheit ist und weil da auch die Bezahlung stimmt. Und in Deutschland sind wir tatsächlich, ich glaube, auf drei oder vier der niedrigsten Löhne. Und wir haben uns ein Billiglohnland entwickelt. Und dann können wir natürlich gut sagen, dass wir viele Exporte machen, weil wir einfach billiger produzieren. Also wir schließen uns da wirklich schon fast an China und Bangladesch an. Okay, kurzer Einspruch. Also ich würde sagen, es ist dann doch noch ein recht großer Unterschied zu den beiden genannten Ländern. Nur nichtsdestotrotz, Umkehrschluss. In Arbeitsbedingungen schon. Ja, ich glaube auch im Verdienst. Umkehrschluss aus Ihrer Politik bedeutet, der Arbeiterangestellte bekommt mehr Lohn, das Endprodukt wird teurer. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein, weil der der Unternehmer muss ja die Kosten auch irgendwo in sein Produkt einrechnen. Das hat er ja jetzt auch, er verdient jetzt mehr. Das heißt, momentan sind die Gewinnspannen immens hoch in der deutschen Wirtschaft. Und das heißt, dann hat der Unternehmer etwas weniger Gewinn, aber dafür hat der Arbeiter einen guten Lohn und alle sind zufrieden. Das wage ich zu bezweifeln. Die Meinung der Piraten. Die Frage ist natürlich, ist jetzt der Mindestlohn das einzige Mittel, dass die Leute später vernünftig leben können? Das wird es wahrscheinlich nicht sein. Und das Problem, was wir haben, ist, dass ein Unternehmer, und das ist vollkommen legitim, versucht, möglichst wirtschaftlich seine Produkte zu produzieren. Das heißt, er wird also, wenn zum Beispiel die Personalkosten steigen, wird er versuchen, eben die Automatisierung weiter voranzubringen. Und das, was wir hier in der letzten Zeit erleben, ist ja die Überproduktion an allen Gütern. Und ich meine, das ist ja nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern es gibt ja wirklich Soziologen, gerade in England, die haben vor kurzem ein Buch rausgebracht und die sagen, wir leben in einer Überflussgesellschaft. Nur das Problem ist, an diesem Überfluss nehmen nur noch ganz wenige Leute teil und immer weniger. Und das kann ja nicht der Sinn sein, sondern der Sinn muss doch sein, dass jeder an diesem Leben teilhaben kann. Und ich sag mal so, gute Politik ist dann gewährleistet, wenn es jedem Menschen ein bisschen besser geht, ein bisschen glücklicher geht. Und das ist eigentlich das, was wir umsetzen wollen. Und das machen wir nicht jetzt, indem wir sagen, so und so und so muss das laufen, sondern wir gehen hin, wir wollen das mit den Bürgern zusammen aufbauen, dieses Ziel umsetzen mit ganz neuen Ideen. Zum Beispiel, dass man auch sagt, wir könnten auch zum Beispiel eine Kita nicht jetzt irgendwie vom Staat
organisieren, sondern warum sollen nicht Leute sich zusammensetzen und sagen, wir bilden eine Initiative, wir gründen eine Kita und wir sorgen dafür, dass unsere Kinder vernünftig erzogen werden. Und dann ist der Staat außen vor, der soll das nur ermöglichen. Und der große Pluspunkt ist, dass die Leute, die jetzt die Möglichkeit haben, eben weil sie vernünftig gesichert sind, können ehrenamtlich diese Tätigkeit ausüben. Und so kommt man nämlich dazu, dass jeder Mensch in unserer Gesellschaft was leisten kann und daran teilnehmen kann. Und das ist gerade das Problem. Die meisten Leute wollen das, aber sie können es nicht mehr. Und irgendwann ist man in dieser Schieflage und man ist dann nur noch frustriert und man sitzt dann nur noch zu Hause vorm Bildschirm, trinkt sich sein Bier abends und lässt sich von dieser privaten Fernsehveranstaltung jeden Abend beriesen. So sieht es mittlerweile aus. Und das ist genau der falsche Weg. Wir müssen die Leute dazu bewegen, dass sie wieder glauben, in der Zukunft mitmachen zu können und auch an diesem Leben teilhaben zu können. Also ich habe gerade heute noch ein Schreiben vom DGB bekommen, dass es zum Beispiel jetzt ein neues Modell gibt, dass Tagesmütter bis zu 5 Kindern aufnehmen können und das sowohl in ihren eigenen Räumlichkeiten, aber auch zum Beispiel in Betriebsgelände machen können. Das heißt, man kann tatsächlich jetzt mit neuen Gesetzen, mit neuen Möglichkeiten auch die Kinder fördern und Kitas oder halt eben Tagesmütter engagieren. Und das war halt vorher nicht möglich. Das heißt, da gab es Gesetze, dass das unmöglich war. Das heißt, eine Tagesmutter durfte nur 1 oder 2 Kinder aufnehmen, je nachdem, wie groß ihr Zuhause ist. Da musste dann wieder bestimmte Voraussetzungen sein, wie das halt bei einem Gastronomen auch ist. Man muss halt bestimmte Voraussetzungen haben, um Kinder zu versorgen. Und diese Hürden sind jetzt ein bisschen gelockert worden. Mhm. Und da gibt es natürlich auch unheimlich viel Potenzial. Das heißt, wir brauchen Kinderbetreuungsplätze, und zwar flexible, die an die Arbeitszeiten angepasst ist. Das heißt, es nützt keiner Mutter was, die um 7 Uhr beginnt bis mittags um 1, wenn der Kindergarten erst um 9 Uhr aufmacht oder schon um 17 Uhr schließt, wenn die Schicht im Lebensmitteldiscounter bis 22 Uhr geht. Also muss da tatsächlich eine Möglichkeit sein. Das heißt, es kann also auch jedes kleine Unternehmen einen Kita-Platz oder Kita-Plätze für die Frauen schaffen oder auch für die Väter schaffen, je nachdem, wer sich gerade dafür verantwortlich fühlt. Und somit, denke ich mal, müssen da tatsächlich neue Wege gegangen werden. Und wenn da bis jetzt immer Hürden eingebaut waren, dann müssen diese Hürden eben abgebaut werden. Da stimme ich Ihnen durchaus zu. Bei der Antwort von Herrn Dr. Reipen habe ich noch meine Schwierigkeiten. All dieweil, wenn ich mir im Moment angucke, jeder Sportverein, Kulturverein, jeder, der in irgendeiner Form Ehrenamtler oder ehrenamtlich tätige Personen sucht, jammert. Frau Mönch, es ist aber so, dass 2/3 unserer Arbeitszeit, unserer Arbeitsstunden mittlerweile ehrenamtlich ausgefüllt werden. 2/3 unserer Arbeitszeit in Deutschland sind ehrenamtliche Tätigkeiten. Und da gehört natürlich auch die Erziehung eines Kindes von einer Mutter, die eben in der Zeit, wo sie eben das Kind erzieht, eben nicht arbeiten gehen kann. Das ist heute so, weil eben zum Beispiel die Kita-Plätze nicht ausreichend vorhanden sind. Und ich frage mich, warum wird dieser Frau nicht ein gewisses Einkommen zugestanden, denn sie sorgt mit ihrer Leistung dafür, dass unsere Gesellschaft weiter bestehen kann und sich weiterentwickeln kann. Und wenn wir da nicht hingehen und das belohnen, dann führt es auch dazu, dass gerade in dem Bereich, in dieser Früherziehung, in dem Kindersektor, dass da große Defizite auftreten. Ich war gestern zum Beispiel bei einer Versammlung in Polch, da ging es über die Frühhilfe bei Kindern, und zwar von der Geburt, von der Schwangerschaft bis hin zum 3. Lebensjahr. Und das ist eine Initiative der evangelischen Kirchengemeinde dort. Und die hat sehr erfolgreich gearbeitet. Wie gesagt, es ist eine Bürgerinitiative in dem Sinne. Und sie hat sehr erfolgreich gearbeitet. So erfolgreich, dass sogar Nordrhein-Westfalen und auch Hessen darauf aufmerksam wurden. Und jetzt soll eben dieses Projekt, was so erfolgreich ist, gestrichen werden, weil es 90.000 Euro kostet und das ist momentan zu viel und das ist politisch nicht durchsetzbar. Darf ich ganz kurz dazwischen gehen und es nur wirklich eine Kleinigkeit klarstellen? Das Projekt war von Anfang an auf 4 Jahre ausgelegt. Das Projekt soll laut Plan ganz zu Beginn am 31.12.2013 auslaufen und muss ein halbes Jahr vorher gekündigt werden. Deshalb ist die Kündigung in diesem Moment erfolgt.
Und klar ist auch, dass alle Beteiligten versuchen und guten Willens sind, eine Lösung über den Silvesterabend 2013 hinzubekommen. Jetzt nur, damit kein falscher Eindruck entsteht, es ist nicht, weil das Projekt unheimlich erfolgreich ist, jetzt wird es nicht mehr fortgeführt, sondern es war von Anfang an auf 4 Jahre geplant. Das ist insofern richtig, ja, aber es ist eben so, dass es nachweislich eben sehr gute Erfolge erzielt hat. Und was hier wieder stattfindet, ist ganz klar, man versucht jetzt dieses Projekt auf andere Trägerschaften zu übertragen, nämlich eben auf die Kitas. Und das kann nicht funktionieren, weil eben eine Kita ist dafür da, um die Kinder zu betreuen, aber nicht die Eltern darin auszubilden, wie sie am besten ihre Kinder in der ersten Phase des Lebens begleiten. So ist das. Ich muss Ihnen noch mal ganz kurz widersprechen. Es soll nicht auf die Kitas umgelegt werden, was die Kindergärtnerinnen angeht, sondern es soll im Rahmen der Kita, und zwar jeweils dann eine Viertelstelle dieser Helferinnen in Anführungsstrichen oder Helfer, die sollen auf die Kitas oder zu den Kitas dazukommen und angeschlossen werden, damit der Weg für Eltern, vor allen Dingen für junge Eltern, kürzer ist. Gut. Artikel heute Rheinzeitung. Genau. Und da wird es demnächst so. Andere Artikel geben. Es war ein Modell. Ja. Es ist ein Modell, was sehr gut angenommen wurde, was sehr erfolgreich war oder beziehungsweise immer noch ist. Und es wird, ob jetzt in dieser Form oder in einer variierten Form, auch fortgeführt werden. Nein, das ist eben der springende Punkt. Nächstes Jahr unterhalten wir uns dann nochmal darüber. Aber das ist gar nicht das Problem. Aber wir sind jetzt bei den Kindern und Kitas und Kinderbetreuung. Aber ich meine, das ist der Punkt, wo wir gerade drüber diskutieren. Wissen Sie, es geht darum, dass die Bürger anfangen, ihr Umfeld zu gestalten und nicht der Staat sagt, so und so und so muss es gehen. Das ist der Punkt, worüber wir uns drüber diskutieren. Wir sind natürlich für Chancengleichheit für alle und da sollen auch die gleichen Voraussetzungen geschaffen werden. Also ich denke mal, wir sollten Modelle schaffen, wo alle von profitieren und die sind halt vom Staat zurück. Also wenn es private Initiativen gibt, ist das durchaus erstrebenswert, aber ich selber lehne eigentlich auch dieses Ehrenamtler-Modell ab. Ich bin also wirklich ein Mensch, der sagt, wenn gut gearbeitet wird, soll das auch entlohnt werden in irgendeiner Art und Weise. Und es gibt genügend Menschen, die Arbeit suchen, die qualifiziert sind und viele Sachen werden durch Ehrenamtler ausgefüllt, wo eigentlich Spezialisten und Fachleute ran sollten. Und wir haben tatsächlich Arbeit genug in Deutschland. Wir müssen sie nur besetzen und indem wir halt das Ehrenamt ein bisschen zurückfahren, tatsächlich auf die Sachen wie Vorlesen und Sachen, die politische Arbeit und wie auch immer, das sehe ich, oder Trainer im Sportverein, das finde ich okay, aber Sachen, die tatsächlich in der Pflege oder in der Kinderbetreuung sind, das sind ergänzende Sachen, aber es sollte tatsächlich schon mit Fachkräften, mit Pädagogen gemacht werden. Und ich denke mal, dafür müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Gut, aber nichtsdestotrotz, dass man etwas ausprobiert als Modell, ist immer gut. Aber das, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, bevor Frau Morassi geantwortet hat, wir sind jetzt bei Kinderbetreuung, Kindererziehung. Nun gibt es ja in Rheinland-Pfalz den Anspruch, jedes Kind unter 3 Jahren hat einen Anspruch auf einen Kindergartenplatz. Gleichzeitig ist beschlossen worden, das Betreuungsgeld. Was sagt ein Sozialpirat dazu? Also wir gehen davon aus, dass jedes Kind eben die beste Chance bekommen soll. Und wir sagen zum einen, soll durchaus möglich sein, dass das Kind von den Eltern aus praktisch erzogen wird. Auch die freie Schulwahl und Ausbildung soll gewährleistet werden. Auf der anderen Seite aber, weil eben Bildung so entscheidend ist, wollen wir eben, dass jedes Kind eben auch die Möglichkeit hat, in einem Kita-Platz oder später in einer entsprechenden Schule gleichberechtigt Unterricht zu bekommen. Und mit dem gleichberechtigt meine ich, dass es da keine Unterschiede mehr geben soll zwischen Leute mit Handicap, Kinder mit Handicap und Normalkindern oder mit Kindern, die
ein bisschen weiterentwickelt sind oder die ein bisschen mehr Intelligenz aufweisen, sondern das soll dann praktisch in der Schule so geregelt werden, dass diese Kinder dann auch mit den anderen Kindern gefördert werden kann. Und das kann man durchaus machen, indem man das ganze System reformiert, dieses ganze Schulsystem reformiert und es auf jeden Fall modernisiert. Und es hat ganz klare Hinweise gegeben aus anderen Ländern, dass es für Kinder unheimlich wichtig ist, dass man nicht eine Schicht von Kindern in einer Klasse gehen, sondern dass da auch die Unterschiede da sind. Das beflügelt nämlich sowohl das Kind, was ein bisschen gehandicapt ist, als auch das Kind, was praktisch geistig weiterentwickelt ist, weil es dadurch auch sich besser erkennen kann. Bevor wir zur Schulpolitik kommen, noch mal einen kurzen Schritt zurück. Bei den Piraten bleibt also der Anspruch auf einen Kindergartenplatz parallel mit dem Betreuungsgeld bestehen. Also zum Betreuungsgeld ja oder nein? Kann ich so nichts sagen. Nein. Aber wie sieht das aus bei den Linken? Wir lehnen das Betreuungsgeld definitiv ab. Wir sind dafür, dass Kita-Plätze für alle geschaffen werden, dass für alle Menschen eine Wahlfreiheit besteht, ob sie ihr Kind zu Hause erziehen möchten oder in der Kita betreuen lassen möchten. Und das Betreuungsgeld, was man ja so ein bisschen als Herdprämie auch bezeichnet, ist für mich der falsche Weg, weil Kindern soll, gerade im Kleinkindalter, soll natürlich auch die Möglichkeit gegeben werden, mit anderen Kindern gemeinsam zu spielen, da seine sozialen Kompetenzen zu entwickeln. Und ich denke mal, auch die Freizeit mit den Eltern, das kommt nicht auf die Dauer an, sondern wirklich auf die Intensität, wie Eltern mit ihren Kindern umgehen. Und das kann man ohne weiteres halt auch außerhalb der Kita machen. Aber es ist natürlich jeder Mutter überlassen, ob sie zu Hause bleibt und ihr Kind versorgt. Aber ich sage jetzt mal, wenn ich auf irgendwas verzichte, muss das nicht noch mit Geld belohnt werden. Das heißt, ich verzichte auch auf manche Sachen und bekomme das auch nicht mit Geld aufgewertet. Also ich denke mal, wenn man darauf verzichtet, einen Kita-Platz in Anspruch zu nehmen, muss das nicht noch mit Geld gefördert werden. Ich denke mal, das Geld kann man sinnvoller in andere Projekte stecken. Gut. Meine Damen und Herren, wir sind hier in der Taverne Olympus in Andernach und nicht nur wir drei stehen hier, wir haben auch Zuschauer. Jetzt war das etwas schwierig, mit den Zuschauer direkt zu Wort kommen zu lassen. Und deshalb haben wir jetzt zwei Zettel gereicht bekommen. Und ich bitte meine beiden Kandidaten, gedanklich von den Kindern an das andere Ende der Lebensskala zu kommen, nämlich zu den Rentnern. Und die Fragen, die auftauchen, sind, ich lese sie kurz vor, Neurentner erhalten 30-35% geringere Renten als vor 10 Jahren bei gleichem Lebenssachverhalt. Also ein Rentner vor 10 Jahren mit derselben Arbeitsvita wie heute hatte 30-35% mehr, beziehungsweise die Altersarmut ist deshalb vorprogrammiert, ich bitte die Zuschauer, bitte etwas deutlicher zu schreiben, was konkret sagt die Linke dazu und wie will sie dieses Problem beheben? Also zum einen mal den Rentensatz wieder auf 56% hoch oder 53% hochsetzen, was in den Jahren zuvor ja seit SPD-Regierung immer weiter abgebaut worden ist. Also wir müssen wieder auf das Niveau von damals der Ära Kohl zurückkommen. Es hat ja damals funktioniert, es muss auch in Zukunft wieder funktionieren. Und wir haben natürlich dadurch, dass im Alter keine Armut entstehen soll, ist ja bei uns diese Grundrente von 1050 vorgesehen für alle die Menschen, wo die Rente laut Lebensbiografie nicht ausreicht. Aber darunter sollte auf jeden Fall niemand kommen. Und ansonsten muss das Rentenniveau auf jeden Fall wieder nach oben nivelliert werden. Und für uns natürlich wichtig, von 67 auf 65 und am liebsten sogar noch früher als Rentenalter. Weil es ist nicht realistisch, dass man mit 67 als Dachdecker noch aktiv arbeitet und einen vorzeitigen Einstieg in den Altersruhestand, also wenn man mit 60, 61 in Rente geht, dann hat man so viele Abzüge schon, dass es also schon eine Rentenminderung auf diesem Wege schon ist. Einen Moment. Die Rente wird berechnet, indem ich sage, so und so viele Millionen Arbeitnehmer, Angestellte zahlen einen Betrag X ein, damit das hinterher für so und so viele Millionen die und die Rente gibt. Dafür haben wir ja wenn ich aber das Renteneintrittsalter vorziehe, fehlen der Rentenkasse jede Menge Beiträge. Also wenn Sie jetzt auf den Demografiefaktor ein, sind es immer mehr... Nein, ich will eigentlich auf dieses Vorzeitige in die Rente gehen, weil die Grundlage ging ja damals davon aus, man geht mit 65 in Rente. Genau, richtig. So. Und jetzt mit 67.
Und die meisten gehen aber schon mit 65 und deswegen fehlt denen was bei der Rente. Das ist also eine Rentenkürzung auf Umwegen, die der Gut. Staat gemacht hat. Okay. Deswegen ist auch das mit den, vor 35 Jahren gab es mehr Rente, weil man ging mit 65 in Rente und jetzt geht man auch mit 65 in Rente, bekommt aber erst den vollen Rentensatz mit 67, also ist eine Lücke da. Herr Dr. Reipen, ja. Die Altersarmut bei den Rentnern. Ja, die Piratenpartei geht einen ganz anderen Weg. Mhm. Und zwar sieht es so aus, erstmal bekommt jeder Rentner, soll jeder Rentner ein Grundeinkommen bekommen. Das sind 1.000 Euro, oder gehen wir mal ungefähr von 1.000 Euro aus. Das Rentensystem, wie es jetzt ist, das soll vorerst beibehalten werden, denn es kann nicht sein, wenn jemand eingezahlt hat, dass er dann daraus auch nicht aus der Kasse dann im späten Alter dann auch ausgezahlt wird. Aber das ist eben nur eine Übergangslösung. Was wir anstreben ist, dass es später eine gemeinsame Rentenkasse gibt. Es wird dann keinen Unterschied geben, ob man Beamter ist oder ob man normaler Arbeiter ist, ja, sondern jeder zahlt in die Rentenkasse ein, so ungefähr wie das zum Beispiel in der Schweiz schon längst der Fall ist. Und daraus wird dann eben auch die Rentenansprüche ausgezahlt. Und was wir ganz gerne wollen, ist, dass jeder Bürger die Möglichkeit hat, genau zu sagen, was er im Alter bekommen will. Wenn er viel einzahlt, dann wird er auch viel zurückbekommen. Und es soll eben nicht so später aussehen, dass es eben diese Solidarkasse ist, sondern der Staat gewährt dem Bürger die Möglichkeit, Geld einzuzahlen. Und dieses Geld wird dann nicht schon ausgezahlt, sondern es wird verwaltet und dann im hohen Alter wieder zurückgezahlt. Und das ist ein ganz anderes System, weil nämlich in so einem Fall ganz klar herauskommen wird, was er am Ende auch zu erwarten hat, wenn er in Rente geht. Das heißt, es wird also nicht mehr nach Ansicht der Piraten nicht mehr so sein, dass die Kinder für die Eltern sorgen, sondern jeder sorgt für sich selber. Das heißt, die Berechnung geht aber immer noch nach dem Lebensalter oder nach der Anzahl der geleisteten Arbeitsjahre? Nein, ich könnte mir vorstellen, dass wir da eben sehr flexibel sein können. Es geht einfach da, wie viel hat derjenige eingezahlt und er kann sagen, okay, ich gehe jetzt mit 52 Jahren in Rente, dann bekomme ich so und so viel ausgezahlt. Ich gehe mit 62 Jahren in Rente, dann bekomme ich so und so viel ausgezahlt. Oder aber ich fühle mich noch so fit, dass ich mit 72 Jahren noch arbeiten gehe und da bekomme ich eben so und so viel ausgezahlt. Das heißt, diese Flexibilität ist dann gewährleistet, weil jeder weiß genau, was hat er eingezahlt und was wird ihm dann, wenn er mit so einem Alter von 62 oder mit 64... Von seinem von ihm gewählten Eintrittsalter. Was er dann bekommt monatlich. Und wie gesagt, es ist ein Zubrot zu dem, was er grundsätzlich schon bekommt. Frau Morassi, stimmen Sie zu? Sind Sie dagegen? Welchen Vorschlag machen Sie? Also bei uns ist es so, wir haben auch das System, wo jeder in die Versicherung einzahlt. Also eine Rentenversicherung für alle? Für alle, genau. Da zahlen also selbstständige Beamte, Politikerinnen, ja, alle zahlen alle. Ein. Genau. Und es soll aber auch solidarisch alle Unternehmen wieder hälftig an den Kosten beteiligt werden. Das ist ja zum Beispiel bei den privaten Rentenzahlungen nicht so. Das heißt, da zahlt immer nur derjenige ein, der einzahlt. Aber wir wollen halt dieses Paritätische, dass halt also Unternehmer und Arbeitgeber und Arbeitnehmer beide einzahlen und auch beide in die Rente einzahlen. Das heißt, dass nicht einer aus der Verantwortung entlassen wird. Und somit, wenn alle arbeiten und Unternehmer einzahlen, dann wächst das natürlich auch. Und die Beitragsbemessungsgrenze, die soll aufgehoben werden und die hohen Rentenansprüche dann dadurch abgeflacht werden. Das heißt, es muss natürlich da auch... Wenn die Beitragsbemessungsgrenze aufgehoben wird, berechnet sich mein Rentenbeitrag monatlich wie? Das heißt, der wird... Ja, wenn Sie die Rentenbemessungsgrenze aufheben. Genau. Heißt das im Klartext? Ja, dass das unterschiedlich wächst bei den einzelnen... Genau. Okay, ich muss ja mal nachfragen. Wenn ich es nicht verstehe, muss ich ja immer mal kurz nachfragen. Ja. Aber auch bei den Linken bleibt es dabei, dass ich nach dem Lebensalter in die Rente gehen kann oder nach der Anzahl der geleisteten Arbeiten. Also wir haben, glaube ich, im Wahlprogramm haben wir, glaube ich, dass man auch nach 40 erwerbstätigen Jahren schon in die Rente gehen kann ohne Abzüge. Auch dieses. Die Fragen aus dem Publikum reißen nicht ab.
Wie kann die exorbitante Umverteilung, dass 10% der Bevölkerung 3/4 der Vermögen besitzen und 50% der Bevölkerung 1% des Vermögens besitzen, geändert werden? Wir springen also jetzt. Hatten wir zu den Renten noch etwas zu sagen, Herr Dr. Reipen? Also die Frage nach dem Anteil der Arbeitgeber, muss ich sagen, bin ich überfragt. Wir haben, glaube ich, dazu überhaupt noch keine klaren Positionen. Ich denke aber auch, dass wir eigentlich dahin zu tendieren, dass der Bürger die Freiheit hat, das selbst zu machen. Also muss natürlich dann entsprechend der Lohn etwas höher sein, weil er ja dann praktisch dann ja auch die Rentenkasse bedienen muss. Aber dass der Arbeitgeber praktisch noch mit dran beteiligt ist, glaube ich, wird keine Zustimmung finden. Also bei uns auf jeden Fall. Ja, also bei uns geht das pari pari. Die Parität bleibt erhalten, genau, und bei den Piraten ist es noch, im Werden. Ja, ja, aber das ist klar. Aber es ist auch der Unterschied, dass der Bürger eben mehr Freiheit bekommt und sich selbst bestimmen kann dadurch. Wir unterhalten uns jetzt die ganze Zeit über Renten, also sprich über Geld. Und insofern lese ich jetzt nochmal die Frage vor, die aus dem Publikum kam. Wie kann die exorbitante Umverteilung, dass 10% der Bevölkerung 3/4 des Vermögens besitzen und 50% der Bevölkerung 1% des Vermögens besitzen, geändert werden? Wie kann eine Umverteilung von oben nach unten nach den Piraten stattfinden? Ja, das ist, wenn wir zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen einführen würden und dass eben alle Leute daran beteiligt werden mit ihrem Vermögen, also mit ihrem Einkommen und mit ihren Einkünften sozusagen, dann würde sich tatsächlich dieses Ungleichgewicht, das würde sich tatsächlich ändern. Und zwar dadurch, dass die Leute einfach anfangen können, selbst wenn sie jetzt momentan nicht die Möglichkeit haben, etwas auf die Beine zu stellen, weil eben das Grundeinkommen fehlt, könnten sie zum Beispiel irgendeine Idee verwirklichen und mit dieser Idee könnten sie Geld verdienen. Und das ist ja das Tolle daran, man muss ja nicht mit diesen Einkünften davon leben können, denn die Grundsicherung ist ja da. Und im Grunde genommen, wenn man ganz ehrlich ist, gibt es viele Leute, die leben schon in dieser Situation. Und ich will das ganz kurz erzählen. Es gibt ja viele Leute, die werden praktisch mitfinanziert von Verwandten oder Bekannten. Allein aus dem Grunde, weil sie sich schämen, einfach zum Sozialamt zu gehen und die Ansprüche einzufordern. Und dieses System, das wird dadurch schon praktisch übersprungen, indem wir mit dem Grundeinkommen auch diese Ungerechtigkeit in der Geldverteilung, das wird von alleine sich ändern, durch dieses Werkzeug. Und in einem Zeitraum von? Das wird sich ungefähr so 10, 15 Jahren wird es ziemlich stark ausgeglichen sein. Also ich meine, es wird immer Reiche geben. Und Das ist ja nicht das Problem. Das ist auch nicht das Problem. Nur, dass diese Schere immer weiter auseinandergeht, genau. das kann nicht im Sinne des Erfinders sein. Das ist das eigentliche Problem, dass die Schere weiter auseinandergeht. Ich habe kein Problem damit, dass jemand viel, viel Geld verdient. Habe ich überhaupt kein Problem. Mhm. Wenn er dieses Geld, was er verdient, auch genauso versteuert wie jeder andere Mensch auch. Und wenn das so gemacht wird, dass diese Gerechtigkeit da ist, dann könnten wir hier schon vieles umsetzen. Ich will nur eins sagen, 30 Milliarden Euro gehen jedes Jahr in Deutschland verloren dem Staat, dadurch, dass die Leute mit einem gewissen Einkommen genau wissen, welche Steuerschlupflöcher sie nehmen können, damit sie eben am Fiskus vorbeigehen. Und das ist vollkommen legal und das muss ja nicht sein. Da stimme ich Ihnen durchaus zu, aber die Frau Morassi wollte jetzt auch zu unserer Umverteilung den Vorschlag der Linken präsentieren. Ja, also ich hatte ja heute am Anfang schon gesagt, dass wir natürlich Millionäre besteuern wollen und das Ganze so, dass also große Erbschaften, Finanzgeschäfte auf jeden Fall stärker besteuert werden als bisher, dass wir die Einkommensmillionäre auf jeden Fall besteuern möchten, dass wir da tatsächlich eine Umverteilung von oben nach unten machen möchten, dass wir halt auch private Banken vergesellschaften und den Finanzsektor regulieren, sodass da tatsächlich auch Gelder wieder in die Wirtschaft reinfließen, ins Land reinfließen. Die Frage bezog sich klar auf das Einkommen. Genau. Warum nicht den Finanzsektor? Ja, weil der Finanzsektor hat ja dazu beigetragen, dass viele Menschen zu Millionären wurden.
durch Transaktionssteuer, die nicht erhoben worden sind. Also diese Sachen müssen natürlich höher besteuert werden. Und also dadurch wird natürlich das Einkommen oben etwas gedeckelt und unten kommt wieder mehr an. Die Banken können wieder zinsgünstige Kredite auch an kleine Unternehmen geben, die dann auch Millionäre werden können, wenn wir alle, wir wollen ja nicht Armut für alle, sondern Reichtum für alle haben, dass alle besser leben können und diese Schere von oben nach unten geschlossen wird, wenn wir ein Arbeitsprogramm auflegen, wo wir wieder Menschen in die Arbeit bringen, die auch wieder ihr Geld verdienen können. Und damit können wir die Schere natürlich schließen, wenn Mindestlöhne gezahlt werden, wenn hohe Einkommen höher besteuert werden. Und somit, denke ich mal, kann man diese Schere wieder zusammenbekommen. Ergibt sich in den Augen der Linken in einem wie zu bezeichnenden Zeitraum, dass diese Schere nicht mehr so weit auseinander geht? Also ich denke mal, dass wir jedes Jahr eine gewisse Anzahl an Geldern reinbekommen. Also ich denke mal, das ist ein Projekt jetzt, ich denke mal auch für die nächsten 10, 15 Jahre. Okay. Also das ist halt nicht von heute auf morgen machbar, aber ich denke mir mal, dass jedes Jahr ein Stück die Schere geschlossen wird. Okay. Obwohl mittlerweile die Zeit doch schon arg fortgeschritten ist, kommen nach wie vor die Fragen aus dem Zuschauerraum. Das finde ich übrigens sehr gut. Das hat in Ihrem Bericht kurz angeklungen, deshalb habe ich es ein bisschen abgeblockt, weil die Frage aus von den Zuschauern, wie steht denn die Linke zur Bankenrettung? Ja, also wir sind definitiv für die Vergesellschaftung von privaten Banken. Das heißt, Banken müssen reguliert werden und unter Kontrolle. Das heißt, das muss nicht sein, dass das verstaatlicht sein wird, aber zumindest vergesellschaftlich, dass also Genossenschaftsbanken entstehen oder dass halt eben das internationale Finanzsystem auch reformiert wird. Also das heißt, die Bankenrettung lehnen wir ab und wir wollen nicht in Banken investieren, sondern in Menschen. Sie haben gerade ein wichtiges Wort gesagt, nämlich international. Wenn Deutschland seine Banken reguliert, wird sich London, New York und Tokio wahrscheinlich freuen. Das kann ja nicht im Sinne des Erfinders sein. Wir würden doch dann damit automatisch die deutschen Banken schwächen, das deutsche oder Frankfurt als deutschen Börsenplatz schwächen. Ist es nicht etwas schwierig, jetzt bezogen auf ein Land, also so eine drastische Änderung zu machen? Also wir sind ja auf jeden Fall gegen eine Bankenrettung um jeden Preis. Das heißt, wir müssen sorgen, dass die Banken wieder die Aufgaben übernehmen, für die sie da sind, nämlich Kredite zu geben, Unternehmen zu stützen und nicht zum Selbstzweck sein. Und deswegen müssen halt die Banken quasi wieder in ihre ursprüngliche Aufgabe zurückgeführt werden. Und wenn es halt nicht auf dem privaten Wege geht, dann eben durch Vergesellschaftung. Gut, aber ist der Weg, der jetzt... Ich komme sofort, Herr Dr. Reipen. Ist der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, zu sagen, dass man das Eigenkapital der Banken drastisch erhöht, nicht der bessere Weg? Also das Eigenkapital, wenn es denn dafür verwendet wird, schon. Aber halt nicht, dass man die Banken auf jeden Fall um jeden Preis retten muss. Auch keine systemrelevanten, wie dieses tolle Wort immer so heißt. Das ist immer so die Frage, was ist tatsächlich systemrelevant? Wenn Menschen dadurch profitieren, soll mir das recht sein, aber nicht, wenn die Banken um ihrer Selbstwillen gerettet werden. Ein klares Wort, die Piraten. Stehen zur Bankenrettung wie? Ja, da muss man etwas differenzierter die Sache angehen. Denn wodurch kommt denn der hohe Gewinn von den Banken? Das liegt einfach daran, dass mit Geld gemacht wird, was gar nicht vorhanden ist, nämlich das ist das Giralgeld. Und man könnte mal eine Sache mal nur durchführen, das würde dann zu einer Krise in Deutschland führen, nämlich jede Sparanlage würde man mal für einen Tag nach Hause auf seinen Tisch haben wollen, jeder. Also jeder geht zu seiner Bank oder Sparkasse und sagt mal, bitte zahl mir aus. Das sind ungefähr 5 Billionen und ich glaube nicht, dass die Banken das auszahlen könnten. Aber das ist jetzt nicht das Problem. Nein, also, die Frage war Bankenrettung. Dahin? Also, der Punkt ist, ich bin jetzt kein Wirtschaftsgelehrter, aber ich habe diese Vorträge gehört und das finde ich sehr interessant. Das Problem war früher, oder anders ausgedrückt, früher war es so, dass die Banken oder sagen wir mal, das Geld, was im Umlauf war, das war immer Scheingeld. Das war also reales Geld. Man bekam das Geld zum Beispiel als in der Lohntüte und so weiter und in dieser Form war das so, dass der Staat tatsächlich daran mitverdient hat. Aber seit Einführung des Giralgelds verdienen eigentlich nur noch die Banken an diesem Umsatz, also an diesem Rein- und Rausgehen. Mit jedem Rein- und Rausgehen erhöht sich praktisch das Giralgeld, weil es verursacht angeblich Kosten, was es ja nicht ist, aber jede Transaktion wird eben
erhöhen praktisch dieses Geld. Und da setzen wir an. Wir wollen tatsächlich diese Art der Transaktion besteuern. Nicht nur eine Transaktionssteuer im eigentlichen Sinne, sondern auch eine Steuer auf jede Geldbewegung, die in Deutschland stattfindet. Das heißt, wenn Sie Geld zur Bank bringen, wird es besteuert. Und wenn Sie Geld von der Bank abheben, wird es auch besteuert. Wenn der Unternehmer Ihnen das Geld überweist aufs Konto, wird es besteuert. Und wenn Sie es abheben, wird es ebenfalls besteuert. Und das ist ein ganz anderes System. Und da fließt das Giralgeld oder diese Steigerung im Giralgeld fließt dann tatsächlich an die Allgemeinheit zurück. Und das ist der Kernpunkt an der ganzen Geschichte. Die Banken verdienen mit Geld, was sie gar nicht besitzen. Da stimme ich Ihnen ja durchaus zu, aber nichtsdestotrotz war die Frage klipp und klar, Bankenrettung ja und oder nein? Wir haben zum Beispiel zum ESM-Vertrag ganz klare Positionen gesagt und es ist so, dass wir nicht der Meinung sind, dass der Bürger für Banken haften muss. Weil eine Bank ist ein Unternehmen, wie jedes andere Unternehmen auch. Und wenn dieses Unternehmen in die Krise gerät, dann muss es aus eigener Kraft diese Krise bewältigen. Und das ist auch wieder genau in unserem System, was wir politisch umsetzen wollen, diese Eigenverantwortung. Und man kann nicht sagen, wenn eine Bank praktisch Gewinne macht, dann wird es einkassiert. Und wenn sie Verluste macht, dann wird es auf die Allgemeinheit übertragen. Okay. Wir haben jetzt viele Bereiche angesprochen. Manche ausführlicher, manche leider aufgrund der Zeit etwas verkürzt. Nichtsdestotrotz zum Ende eine persönliche Frage oder eine Frage, die mich persönlich interessiert. Warum soll ich als Wähler das Kreuz bei Dr. Reipen machen, beziehungsweise bei der Piratenpartei? Weil es eine Idee ist, die grundlegend anders ist als bei den anderen Parteien. Es ist tatsächlich eine neue Entwicklung, ein Wandel in der Demokratie findet statt. Wir können, und das machen die Piraten, wir bilden die Basis dafür, dass der Bürger wieder die Möglichkeit hat, politisch zu agieren, politische Forderungen zu stellen und dass die politischen Forderungen auch umgesetzt werden können. Ich danke. Frau Morassi, warum mache ich im September das Kreuz hinter Ihrem Namen und gebe der Linken meine Stimme? Weil ich eine Frau aus der Region bin und mich natürlich speziell auch für diese Region einsetzen möchte. Da geht es um viele Projekte, wo mittlerweile sehr viel Geld verschwendet worden ist, gerade in Rheinland-Pfalz, sei es jetzt Nürburgring, Hochmoselübergang, Mittelrheinbrücke. Und ich möchte halt dafür sorgen, dass diese Vorgänge transparent gestaltet werden, dass die Bürger mitentscheiden können, dass Steuergelder sinnvoll eingesetzt werden für soziale Projekte und nicht für Betonprojekte, Prestigeobjekte. Und dafür möchte ich mich gerne einsetzen in Berlin, gerade was den Bereich Tourismus, Umweltschutz angeht. Ich denke mal, da ist in Rheinland-Pfalz noch einiges zu tun. Und dafür möchte ich mich unheimlich gerne einsetzen. Auch Ihnen ein herzliches Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir kommen zum Ende unserer Sendung. Unsere Kandidaten stellen sich vor. Es war die erste Sendung dieser Art. Wie gesagt, Herr Dr. Reipen von den Piraten und Frau Morassi von der Linken waren meine Gäste. Ich sage den Zuschauern ein herzliches Dankeschön, meinem Kameramann Otto, der mich hoffentlich uns gut ins Bild gesetzt hat, unserem Gastgeber Costa, ein recht herzliches Dankeschön. Die Termine der weiteren Gespräche werden auf der Homepage, die Sie über Taverne Olympos und wenn Sie dann den Link anklicken, Tavernengespräch, werden wir die dann veröffentlichen, damit Sie dann auch die Sichtweise oder die Personen der anderen Parteien dann hier bei uns kennenlernen können. Ich hoffe, Sie wollen das auch. In diesem Sinne verabschiede ich mich von Ihnen. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal und danke.